Hey, willkommen zurück. Und auch heute haben wir wieder relativ viele Themen. Nicht so viel Innenpolitik, bisschen was zu den Jamaika-Verhandlungen, aber relativ viel Außenpolitik. Deswegen würde ich sagen, fangen wir doch direkt an. Ja, kommen wir heute doch zum letzten Mal wahrscheinlich zum Thema der Jamaika-Koalition, denn die wird es nicht geben. FDP-Chef Lindner hat letzte Woche die Verhandlungen abgebrochen, weil, wie er sagt, es besser ist, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Und nicht diesen Modernisierungsgedanken gesehen hat, wie er das selber ausdrückt. Und daraufhin hagelt es natürlich Kritik von allen anderen Parteien. Die Grünen sagen, es war eine bemerkenswerte Flucht der FDP. Die anderen werfen der FDP vor, die CSU rechts sogar noch überholt zu haben, zum Beispiel beim Gedanken des Familiennachzugs. Und insgesamt kam das anscheinend ein bisschen rüber, als hätte die FDP das schon geplant und setzt auf Neuwahlen und hofft, noch mehr Prozente zu bekommen. Ob das wirklich stimmt, das weiß eigentlich keiner. Und letztlich ist es erstmal ja auch egal, wer da gerade schuld ist. Faktum ist, es kommt nicht zustande. Jetzt gibt's drei Optionen. Das ist einmal die Neuwahl, dann eine Minderheitsregierung und eine große Koalition. Und unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat jetzt angefangen, mal mit allen Gespräche zu führen, hat tatsächlich festgestellt, okay, Jamaika ist tot, das wird nicht kommen. Und jetzt wird gerade die Möglichkeit ausgelotet, ob es eventuell zu einer großen Koalition kommen könnte. Die wurde ja von Anfang an von der SPD ausgeschlossen. Und auch die SPD-Spitze jetzt hat gesagt, nee, machen wir nicht. Mittlerweile sind sie ein bisschen aufgeweicht und haben gesagt, vielleicht, mal gucken, fragen wir die Basis. Also gerade die große Masse der SPD-Wähler wird jetzt gefragt, möchten sie tatsächlich eine große Koalition? Wenn ja, könnte es zu Koalitionsverhandlungen kommen oder wenigstens zu Sondierungsgesprächen und im Anschluss dann zu Koalitionsverhandlungen. Sagen sie nein, wird es diese GroKo nicht geben und dann, welche Option dann genommen wird, die Neuwahlen oder die Minderheitsregierung, das steht so in den Sternen, dazu kann ich gar nichts sagen, dazu will ich auch nichts sagen, aber das werden wir natürlich weiter verfolgen. Dann kommen wir ganz kurz zu diesem netten Herrn hier, Björn Höcke, nicht wie viele denken Bernd Höcke. Und tatsächlich hatte der ja im Januar einer seiner Reden erwähnt, dass das Holocaust-Denkmal in Berlin, dieses hier, ein Schandmal für Deutschland ist. Und daraufhin haben jetzt Aktivisten reagiert, haben neben seinem Anwesen ein Grundstück angemietet und praktisch einen kleinen Nachbau dieses Holocaust-Denkmals neben sein Anwesen gesetzt, sodass er da jedes Mal, wenn er runterschaut von seinem Haus, auf dieses Holocaust-Denkmal 2.0 schauen muss. Es geht also letztlich darum, ihn zu demütigen. Das ist an sich erstmal, soweit ich das mitbekommen habe, erstmal alles rechtens das Problem ist und daher auch die Kritik von AfD und der Union aus Thüringen, dass diese Familie von Björn Höcke hier umfangreich überwacht wurde und dass auch umfassende Dossiers erstellt wurden über die Familienangehörigen. Und das ist rechtlich schon wieder ein bisschen kritisch in Deutschland, deswegen verstehe ich hier die Kritik. Ich will das Künstlerische und so hier gar nicht bewerten, nur mitteilen. Aber nur so ein bisschen, dass man versteht, warum nicht nur die AfD, klar, sondern auch andere Parteien wie die Union hier in Thüringen diese Aktionen ja, verurteilen bzw. kritisieren. Schauen wir als erstes mal kurz auf die Flüchtlingskrise in Bangladesch bzw. Myanmar. Denn es geht um die Rohingya. Das ist eine kleine ethnische Gruppe in Myanmar gewesen bisher. Und ein kleiner Teil, eine kleine Miliz dieser Rohingya hat in Myanmar militärische Stützpunkte angegriffen. Warum auch immer, ist egal. Auf jeden Fall hat die Armee in Myanmar dann daraufhin damit begonnen, die Rohingya zu vertreiben mit einer Räumungsoperation, wie sie es nannten, haben sie begonnen. Und mittlerweile wird das von der UN zum Beispiel auch als ethnische Säuberung eingestuft. 630.000 Rohingya sind in den letzten 3 Monaten alleine nach Bangladesch ins Nachbarland geflohen. Zum Vergleich, Bangladesch ist etwa halb so groß wie Deutschland, hat ungefähr doppelt so viel Einwohner und der Mindestlohn liegt etwa bei 60 Euro im Monat. Also ein wirklich armes Land, was sehr viele Flüchtlinge zurzeit aufnehmen muss. Und diese ethnischen Säuberungen gehen eben einher mit Mord, mit Vergewaltigung, mit Kindstötung etc. Das heißt, es läuft da nicht ganz so, wie es laufen sollte. Dementsprechend hat zum Beispiel unser Außenminister Gabriel jetzt 20 Millionen Euro in Aussicht gestellt, um diesen Menschen dort zu helfen. Und es gibt auch schon Verhandlungen. Myanmar hat zugestimmt, dass die Rohingya zurückkehren sollen innerhalb der nächsten 2 Monate. Ob das wirklich passieren wird, wie gut das funktionieren wird, das werden wir weiter verfolgen und mal schauen, ob Myanmar tatsächlich da seine Menschen, seine Bürger wieder aufnimmt. Schauen wir noch kurz nach Simbabwe. Da habe ich ja letztes Mal schon darüber berichtet, dass der ehemalige Präsident Mugabe unter Hausarrest gestellt wurde, dass es einen Militärputsch gab und auch ein Amtsenthebungsverfahren hätte geben sollen.
Dem ist Mugabe jetzt zuvorgekommen, indem er seinen Rücktritt angekündigt hat und ja auch umgesetzt hat. Und dementsprechend ist der ehemalige Vize, nämlich Emmerson Mnangagwa, den man wahrscheinlich nicht so ausspricht, aber das ist egal, jetzt neuer Präsident. Und es gibt riesige Feiern in Simbabwe. Alle freuen sich, dass Mugabe mittlerweile nicht mehr Präsident ist und hoffen auf bessere Zeiten. Die Sache ist, dass auch der ehemalige Vize, der neue Präsident, jetzt Teil des Systems ist. Er war jahrelang Minister und gilt auch als Hardliner und angehörig der alten Schule. Dementsprechend, ob das wird keine Demokratie werden, mit Sicherheit nicht. Wie gut die Herrschaft da werden wird für die Bürger, das steht noch aus. Aber auch das werde ich weiter verfolgen und mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Derzeit gibt es auf jeden Fall jede Menge Feiern in Simbabwe, dass der alte Präsident abgesetzt ist. Ja, dann schauen wir noch ganz kurz nach Polen, nämlich nach Białowieża, was wahrscheinlich auch nicht richtig ausgesprochen ist. Aber es geht um den Urwald, den es in Polen gibt, denn der wird in letzter Zeit immer mehr abgeholzt. Die Abholzung hat sich in den letzten paar Monaten verdreifacht und die polnische Regierung hat das eben auch beauftragt und rechtfertigt das damit, dass Borkenkäfer anscheinend den Wald bedrohen und diese Bäume müssten gefällt werden. Aber eigentlich sind sich alle Experten einig, das kann hier nicht sein, Borkenkäfer. Dazu müssten die gefällten Bäume abtransportiert werden, was nicht der Fall ist. Gibt jede Menge Argumente. Auf jeden Fall wurde vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt, denn dieser Wald gehört zum Teil zum UNESCO-Weltkulturerbe, Weltnaturerbe, selbstverständlich. Und das soll nicht rechtens sein. Und mittlerweile hat der Europäische Gerichtshof auch verfügt, dass Polen 100.000 Euro Strafe zahlen muss, jeden Tag, wo die Fällung von den Bäumen weitergeht. Das hat Polen erstmal sacken lassen und hat 3-4 Tage weitergefällt. Aber mittlerweile sind sie eingeknickt und haben gesagt, sie respektieren das europäische Recht und hören mit dieser Abholzung von dem Wald erstmal auf. Das ist eigentlich beachtlich, denn Polen wettert ganz schön gegen die EU. Die polnische Regierung befindet sich eher auf einem antieuropäischen Kurs. Aber da Polen weiß, dass sie das größte, das Land sind, was am meisten Geld von der EU bekommt und sie nicht möchten, dass da weniger Geld von der EU bei ihnen ankommt, ist klar, dass sie da eher zustimmen werden und den Wald da eher weniger abholzen werden. Ja, und dann zum Schluss mal wieder die gute Nachricht der Woche. Auch dieses Mal geht es wieder um die Hamas und die Fatah in Palästina. Denn mittlerweile hat die Regierung, die sich ja jetzt zusammengeschlossen hat aus Hamas und Fatah, verfügt, dass es bis Ende 2018 demokratische Wahlen in Palästina geben soll. Und das ist ein wahnsinniger Fortschritt. Seit 2006 gab es dort keine Wahlen mehr. Und nur zum Hintergrund, die Hamas sind von ziemlich vielen Ländern international als Terrororganisation eingestuft. Und dementsprechend haben Israel und Ägypten zum Beispiel auch eine riesengroße Blockade um Palästina auf militärischer Basis ja entwickelt und halten diese aufrecht. Und deswegen ist Palästina auch eins der ärmsten Länder der Welt. Den Menschen dort geht es nicht gut, es gibt Krieg, es gibt Bürgerkrieg. Und mittlerweile haben sich eben diese zwei Organisationen, Hamas und Fatah, zusammengetan. Und diese Aussicht auf Wahlen ist nicht nur eine Aussicht auf Wahlen, sondern auch auf Frieden, auf gute Zusammenarbeit eventuell mit den Nachbarländern und auf wirtschaftlichen Aufschwung, dass es den Menschen dort wirklich wieder besser gehen kann. Und das ist ein wirklich gutes Zeichen, vor allem auch der Entspannung im Nahen Osten. Da Nahosten ja doch immer relativ in Aufruhr ist und da kommt jetzt wieder ein bisschen Demokratie in Bewegung. Ja, das war's dann insgesamt eigentlich auch schon. In Deutschland nicht so viel passiert, eher derzeit in der Welt was passiert. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke, dass ihr zugesehen habt und dann sehen wir uns beim nächsten Video nächste Woche.